Hallöchen alle zusammen und willkommen zur zweiten Folge vom Mini-Projekt. Ja, diesmal sind leider nur Steve Venom und Minecraft immer dabei. Hallo. Hallo. Und wir gucken uns das einfach mal an, was sich bei immer getan hat. Also, ja, also seit der letzten Folge hat er 16 Wasserkraftgeneratoren. Ich habe das Doppelte. Ja, ist gut mit deiner Angeberei, aber ich habe dafür schönes Haus mit der Redstone-Schaltung. Ja. Bestes. Eben, ich habe mir Bäume, er hat übelst viele Diamanten. Ja, 47 im Inventar. Dann also gehen wir mal rüber zum Jan, da hat sich eigentlich kaum was getan, also Bugatti GTX. Nee, da hat nichts eigentlich. Bei Power Fabi, glaube ich, war es. Da hat ein bisschen Haus gebaut. Ja, ein großes Haus, er hat von mir die von meiner Mining Turtle die Steine bekommen. Ha. Und dann gehen wir jetzt mal zu Steve Venom. Ja. Da hat sich auch was ein bisschen getan. Er hat halt so ein bisschen Zaubern angefangen, hat hier eine schöne Treppe hoch, das kann man hier reingehen, hat hier eine Melonenfarm und alles. Na, geil. Hat hier Lava. Und wir haben immer noch diese Legs, aber so. Ja, also bei mir, ich habe noch ordentlich gefarmt in, also heute Morgen und gestern Abend, weil gestern haben wir ja... Also, hier ist der Keyboard-Kuh, das ist meins. Ach. Ja. Also, oh scheiße, ich muss mir zu Schild craften, ich habe so eine geile Idee. Also, ich zeige kurz meine Ausbeute von den letzten paar Stunden oder so, oder von letzten Was Stunde, keine Ahnung. Oder ist Nixus in der Truhe? Ach, so, das ist meine Ausbeute. Ich habe 1,5 Stacks Gold Ore, 4¼ Stacks Eisen, dann noch ein Stack mit ein bisschen Gold verarbeitet, fast 3 Stacks Eisen verarbeitet, bisschen Redstone, ein bisschen Quantum, ein bisschen ein paar Force Gems, dann hier ist noch das Tin am Durchmesserator, eben Messerator und 2 Bedboxen habe ich gemacht, die eigentlich instant voll sind. Hier habe ich noch ein bisschen Kobbel und zwar kommt der ganze Kobbel von da vorne, wow, von da drüben. Mining Turtle sage ich nur. Und hier dürfte auch noch eine ganze Menge drin sein. Nein, das kommt was drin. Also ich gehe jetzt mal wieder zu mir und ich sag gleich, ich habe hier eine Force Pickaxe, ich habe hier schon verzaubert und ich habe hier eine Force Sword. Ja. Und ich krieg langsam wieder Hunger, weil die Difficulty jetzt endlich hochgestellt wurde. Hm. Ah, und was ich habe noch 2 Sachen verzaubert, und zwar Via Pickaxe mit Efficiency 3, die aber gleich kaputt ist, weil mit der habe ich die ganze Zeit gefarmt. Ich habe ein Jetpack verzaubert. Also ich habe jetzt mal 2 Zombies getötet, das kam raus, oder es waren 4, ich weiß gerade. Hier haben wir ein Wasserkraftwerk, hier haben wir 4 Low Voltage, ein MFE, ein LV-Transformer, eine Buttbox, die zweite und drunter ist noch mal eine, also eine dritte und oben ist noch mal eine. Ja, also was ich in dieser Folge vorhabe, ist Erze durcharbeiten, weil ich habe so ein paar Stacks, und Wasserkraftwerk erweitern, damit wir das Ganze ein bisschen größer machen, weil jetzt sind da oben 16 Watermills, was ist eigentlich auch noch nicht schlecht ist. Auch mal auf Solar gehen. Oh, ich habe ja noch eine Eisenschaufel verzaubert. Einfach was von Mold habe ich noch gefunden. Diamanten. Das haben wir schon eine Query. Jetzt geht's aber auch richtig los. Query könnte ich auch mal bauen. Mit was soll ich es betrieben? Mit Electric. Hm? Ich hoffe, ich schreibe es richtig. Ja. Electrical Engines würde ich sagen. Tin. Oh, Tin. Das ist günstig. Wenn du so nimmst. Hier. Hast du viel Tin? Du brauchst ja nur 2, ich will die ja langsam durchgehen lassen, und die Musik ist mir ohrenbetäubend. Musik? Ich hasse Minecraft Musik. Ah, die habe ich ausgeschalten. Hallo, ich will das mit dem Tara Haus. Hier, ich kann jetzt hier eigentlich mal sortieren. Könnte das hier auch mal? Okay, so. Lol. Okay, jetzt hier das Tin ist gleich durch. Noch eins muss durchmesseraten, dann mache ich gleich einen halben Stack Gold rein. Oder, ja komm, ich mache einen ganzen Stack Eisen kurz rein. Kein Eisen mehr, Scheiße.
hab nur Rotluftfleisch. Stack Eisen. Stack Eisen rein. Hier habe ich hier noch Essen. Wenn ich Essen übersehe, kann ich jetzt auch. Hier habe ich Melonen. Hey. Was macht der? Ich schlaf gar nicht mehr. Meine Tastatur hakelt gerade ein bisschen. Ja, gegen die Wand laufen. Nein, danke. Nicht. So, in der Bedbox. Cool. Da sind jetzt durchgehend 40.000 drin. Das heißt, der Messerator kann ohne Probleme befeuert werden. Also sehr chillig. Und ja. Also. Und wir haben unendlich Strom und ich überlege mir jetzt schon Mass Fabricator anzufertigen. Ja. Damit die Asylomat zurück zu besitzen. Ja. Hier geht sich, habe ich auch ein paar, nur so für Bücher verzaubern und kennt man ja. So, jetzt habe ich wieder Electric Furnace. So. Was ich mir eigentlich machen könnte, sag mal Electric Furnace und Extractor. Das ist Venom. Kann ja. Ich mal bitte, wer auch immer hier gerade hinter dir spricht, man hört das übel. Ja, das stimmt. Ja, okay. Wie heißt der Furnace? Welcher? Der elektrische Electric Furnace, ja genau. Furnace. Keine Ahnung, Electrical? Ne, Electric Furnace. Okay, ich brauche ein Redstone Circuit. Oh man, es wird ein lustiges Projekt hier. Ja, das wird noch witzig. Ja. Mache ich Redstone, Kupfer. Gummi dürfte ich noch vorne in den Kisten haben. Und ich werde jetzt alles so nach und nach hier in meine schöne Höhle reinmachen. Einfach so als Prinzip. Draußen bleiben. Aus Prinzip. Hey, schlag mal. Yay, Minium Shard. Gut. So, hier haben wir noch ein paar Rubber Bars. Hier haben wir noch ein bisschen Copper, Refined Iron. Gut, hier habe ich noch Crafting Table kurz hingestellt. Einfach aus Prinzip. Ich werde die wahrscheinlich sogar nahe meines GSs aufstehen, die Query. Ja, du kannst ja auf dein GS stellen. Nee, ich will nicht alles wohl haben. Ja, ich guck mal, wie ich es mache. Was ja auch ein Nachteil ist, wenn man alles hohl macht, ist, dass das Magie-Level der Stadt auch sinkt, unter anderem. Oder weil die Shard-Blöcke, also die Shard-Infused Stones, die geben ja auch Magie ab. Und ja, durch das kann... Ich werde die Bucht sogar ausnutzen. Die was? Bucht. Wir haben doch hier eine Bucht. Also, da kann ich sie aufstellen. Dann kann ich leicht zu meinem GS wieder rüber und ich muss kein Wasser aufstellen. Ja. So, meine Maßfrage ein bisschen behindert. Leider habe ich ja nicht mehr so viele Rohstoffe, weil ich sehr viel ausgegeben habe. Ich bin hier gerade am weitesten, weil ich gestern noch extrem gesuchtet habe. Ja, aber von den Dias halt nicht am weitesten. Ja, das kann man so sagen. Könnte man so sagen, ne? Könnte man. Slime haben wir auch übelst. Hab ich eine Idee, was ich machen kann. Ah, und wer sich fragt, woher ich, wie ich die Sticky Pistons gemacht habe, das habe ich aus dem Raw Rubble gemacht. Weil da kann man ja Fackeln unter anderem und Dings da machen. Da habe ich mein Lapis. Ich habe irgendwie immer alles verteilt in alle Kisten, so wie bei Hexit. Ordnung schaffen ist das Schwierigste in Minecraft. Ja. So, Electric Furnace, gut. Das ist immer ein Problem. Egal wie wenig Ressourcen du hast. Ein Problem hast du immer. Ja. So, das Eisen wird in Electric Furnace gejagt. Da geht es ganz einfach ein bisschen schneller. Ja auch noch. Was? Einen Extraktor. Geil. Den muss ich mir auch noch machen. Das könnte ich auch jetzt gleich machen. Jo, ich guck mal, wie man das macht. Ja, wir sind halt jetzt ein bisschen un... Extractor. Da. Extractor, wie macht man den? Ja, chillig. 4 Tree Taps. Habe ich Holz dabei? Nee, nicht so viel. Und noch Glas? Lol. Habe ich hier noch irgendwo Glas? Boah, bei...
Okay, ich glaube bei Sis Venom, da macht ein bisschen Lärm. Lärm. So. Und das Zinn werde ich jetzt noch ausschließlich dafür verwenden, unser Wasserkraftwerk noch zu größer zu machen, weil man braucht ja pro Generator 4 Zinn. Bei mir laggen die Sounds gerade. Okay. Es liegt an diesem Türregen. Aber ich finde es auch mal eine Abwechslung. Ah ja, das ist so Weihnachtsspecial, glaube ich, weil heute haben wir den 25. Ja. Immer, du hast ja eigentlich noch was zu verkünden, was du gestern geknackt hast. Ja, ich hab jetzt 46 Abos mittlerweile schon. 46, muhahaha. Jetzt wird halt die Juju mit der Produktion später nicht so gut laufen. So, 4 Tree Tabs. Also, danke an alle, die mich abonniert haben. Weil, ja, ich habe 46 Abonnenten, das finde ich ja relativ cool. Und ich hoffe, dass ich noch im neuen, also in diesem Jahr 2013, noch die 50 schaffe, aber ob ich das schaffe, das liegt bei euch. Und ich weiß auch gar nicht, ob diese Folge noch im 2013 kommt. Da habe ich echt keine Ahnung. Okay. Weil ich mache ja, weil diese Folgen von diesem Projekt werden ja nicht regelmäßig kommen. Bei mir jedenfalls nicht. Also bei mir wird es schon regelmäßiger kommen, aber ich würde schon sagen, dass die noch vor dem kommen sollte. Ja. Das wäre wirklich cool noch. Ja. Und eben dann, ja, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren, weil es wäre mir eine Riesenfreude, wenn ich die 50 Abos noch vor Neujahr knacken würde. Oh. Weil es war ein riesiges Ziel für mich. Was ist das? So, ich warte kurz auf die 4 Refined Iron. Ich gucke hier ein bisschen rum. Regen. Können wir den bitte ausschalten? Mach du. Immer also so Kleinigkeiten wie Regen ausschalten können wir schon machen, weil Regen nervt grundsätzlich. Das ist einfach so. Sorry Leute. Ja, ich nutze den zwar, also ich mache das nicht gerne weg, aber in der Aufnahme regt halt nur auf. Ja. Weil so, man jetzt den Sound ein bisschen übertrieben, wenn ihr mich fragt. Maschinenblock, jetzt das da. Electronic Circuit da. Die 4 Tree Tabs. Und dann haben wir schon einen Extractor. Woo! Ich hab einen Check da. Chillig. Okay. So, jetzt hier. Extractor ist, also der Extractor ist eigentlich das günstigste, was es gibt. Ja, okay, nee, ein Electric Furnace ist eigentlich noch günstiger. Nicht immer. Boah. Also jetzt mal gucken, wie es jetzt mit der Backbox steht. Okay, die ist nicht mehr ganz voll. Weil Holz kriegst du überall her und 2 Redstone kannst du auch mal so leihen, aber... Ja. Woher kriegst du denn 4 Redstone? Warte, hier gibt es Logistic Pipes. Echt? Ja. Geil. Denkst du, warum ich das Modpack ausgesucht habe? Oh ja, jetzt weiß ich warum. Applied Logistics. Geil. Das ist so ein geiler Mod. Geil. Aber ich weiß, dass ich als einzigster ein richtig geiles Lagersystem haben werde. Weiß ich jetzt schon. Ja, ich werde mir auch ein geiles bauen eigentlich. Ich guck mal. Guck mal, ob die Zeit reicht, gell? Ja. Und das und auch wo und darüber habt, wo ich das hinbaue. Wegen Hexit. Hä? Das hat mich schon wieder wollte mich schon wieder fast umbringen wegen Hexit. Was hast du gemacht? Nee, er wollte, dass ich jetzt auch endlich aufnehme. Nimmst du nicht auf? Doch, aber er will, dass ich jetzt auch endlich auf das Hexet-Projekt komme und aufnehme vor dem 31. Sonst werde ich rausgeworfen aus dem Hexet-Projekt. Ja. Jo. Quantum nehme ich auch gleich mit. Ich nehme jetzt mal alle Erze mit, weil die gehören in eine andere Kiste rein. Aber das ist einfach scheiße, ich komme
ich komme in ein Projekt erst später rein. Und dann wundert sich Sascha, warum ich keine Lust habe. Frage, wer wird eigentlich Sascha bei diesem Projekt mitmachen? Vielleicht. Also ich habe es ihm angeboten. Mal gucken, mal gucken. Lieber warten. Ja. Und ich habe jetzt herausgefunden, was die Faustspitzhacke macht. Die baut Cobblestone in einer unheimlichen Menge ab. Na geil. So, und jetzt so, warum habe ich noch 8 Tindust? Zinduscht. Eigentlich kann ich auch meine Quarry noch vom Wasserkraftwerk aus befeuern. Ja. Aber nee, 2 Low Voltages reichen erst. Das reicht. Ja, es wird reichen. Hast du Stoppuhr an? Stoppuhr, nein. Weil ich habe meine ein bisschen verspätet angemacht. Wie viel Uhr haben wir? Also wie lange? 13. Aber ich habe erst nach unserer langen Ansprache gemacht. Okay, dann werden wir jetzt wahrscheinlich 15 haben. 16. Ich habe gerade geguckt. Okay. Dann würde ich sagen, bei mir war es das von dieser Folge. Ich werde jetzt mal alle Erze sicher durchhauen und vielleicht das Kraftwerk noch ein bisschen erhöhen. Ah, hier habe ich noch einen Amboss rumstehen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut auch mal bei Andres Kanal vorbei. Den findet ihr in der Beschreibung, wenn ich das nicht vergesse natürlich. Aber werde ich schon nicht. Ja, würde ich sagen, ich logge mich schnell aus, damit es nicht so laggt. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.